So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute das zweite Gruppenspiel gegen Collectosk. Ja, ich denke mal, die Regeln kennt ihr jetzt fast alle. Wir machen drei Tütchen auf, suchen uns den besten Sticker raus. Und mit dem gehen wir dann ins Rennen und dann wird über Strawpolling abgestimmt. Ja. Und ich beginne nach dem Intro. So, dann schauen wir mal, wen wir hier ziehen. Ich werde auch alle Teilnehmer unten verlinken. So, hier haben wir Raheem Sterling, der ist schon mal nicht schlecht. Hier haben wir Francesco Calvo, der ist schon mal nix. Igor Akinfeev. Das hier darf man nicht nehmen. Und hier haben wir dann noch Oribe Peralta. Also bis jetzt ist Sterling, wo uns Rennen geht. So, gehen wir mal weiter. Das nächste Tütchen. Mal schauen, wen wir hier drin haben. Erokin von Russland. Der nächste wäre Jose oder Roche Jimenez von Uruguay. Dann hätten wir hier Abdiel Ay Arroyo von Panama. Dann haben wir hier Carlos Sanchez von Uruguay. Ich denke mal, den könnte ich auch mal noch rauslegen. Dann hier Mame Diouf von Senegal. So, letztes Tütchen. Vielleicht haben wir hier noch einen Hammer-Sticker drin. Also wir dürfen keine Teamporträts benutzen, wir dürfen keine Glitzer-Sticker benutzen und ja. Hier haben wir Esam El Hadari von Ägypten. Oh, Suarez, der kommt natürlich mal hier hin. Milik ist auch nicht schlecht. Dann haben wir hier El Nini von Ägypten. Und der letzte ist Faikal Fayr von Marokko. So, wen holen wir denn hier? Ich habe jetzt drei Stück zur Auswahl. Milik, Suarez. Ich glaube, die zwei nehme ich mal weg. Und dann hier entweder hier. Ich hole Suarez. Also, ich gehe mit Luis Suarez ins Rennen. Bin mal gespannt, wer Collectors gezogen hat. Collectosk. Ja. Also, Luis Suarez wird mein Sticker für diese Runde. Und bitte fair abstimmen. Für den besseren Sticker, nicht für den euch besseren YouTuber oder sympathischsten YouTuber. Immer fair bleiben. Ja. Bis zum nächsten Gruppenspiel. Gibt ja noch eins und dann kommt ja schon das Halbfinale. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao.